Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal OP Glück oder Können Wellness Win. Ich, euer OP Glück oder Können, begrüße euch hiermit. Hallo. Ja, wir spielen heute nochmal richtig Disney Speedstorm. Ich hab Bock, ich hoffe ihr auch. Wenn nicht, ja, dann liked das Video nicht, sondern disliked es. Aber schaut es euch bis zum Ende an, das könnt ihr euch unterhalten. Und ja, wie versprochen, ich zeige mein Gesicht. Wie am Montag in den Videos versprochen, ich zeige ab heute mein Gesicht. Ich weiß nicht, also wieder mal, ich habe ja schon mal ein Facecam aufgenommen und ich weiß nicht, ob ich das durchziehe, vielleicht mache ich das die ganze Woche und mal gucken, also ne, ich würde sagen, los geht's, Disney Speedstorm, ihr wisst, wie es läuft, wir sehen uns im Rennen wieder. Also, ich Idiot habe gerade dieselbe Strecke genommen, die wir im letzten Video schon mal hatten, wo ich das nicht freigeschaltet habe mit gewinne das Rennen und betäube zwei Mitspieler. Jetzt versuche ich die Leute zu betäuben, mal gucken, ob ich das hinbekomme. Das heißt, ich muss sehr lange hinten bleiben und irgendwann nach vorne durchbrechen. Jetzt können wir auch den Start versauen. Ich wollte das nicht nochmal fahren gerade mit euch, aber... Oh nein, nein, nein! Ah, Kacke. Ich muss natürlich noch hinten bleiben. Ich muss nämlich... Ja, ich bin zu schnell, ich mache nichts, ich bremse schon. Mann, ich schwöre, ich stelle mich gerade echt blöd an und ich bin sehr gut mit dabei. Ich bremse gerade auch nur. Ja, ein oder beide? Ein. Okay, einen will ich auf jeden Fall safe nochmal betäuben. Vielleicht den ersten und dann gebe ich mir Mühe und fahre. Jo, okay, jetzt geben wir uns mal Mühe und geben Vollgas. Ich glaube, jetzt habe ich zwei betäubt. Jetzt müsste eigentlich das Rennen gewinnen, wenn ich das Rennen gewinne. So, jetzt können wir uns Mühe geben und einfach nur Vollgas geben. Da wollte ich eigentlich oben drauf, aber egal. Ich wollte das jetzt nicht nochmal mit euch zusammenfahren, aber wenn man alt, blöd und, ne, naja, total verpeilt ist, vergesslich ist, dann fährt man auch aus Versehen ein Rennen, was man gar nicht wollte. Egal, jetzt habt ihr gesehen, wie ich die betäube, was man eigentlich machen muss, wenn man schon ein schnelleres Fahrzeug hat, weil es ist immer noch eine Level 6 Strecke mit einem Level 12er Fahrzeug oder Fahrer und dementsprechend muss man mächtig bremsen, weil irgendwie so richtig stoppen kann man den Game nicht. Aber egal, ne, läuft. So, ist glaube ich auch die letzte Runde, ne? Ja, super, wir waren nämlich hier schon überall. Dann holen wir uns jetzt mal den Sieg, ne? Okay, wir sind gerade erst durch Ziel durch. Ja, das ist doch kein Problem. Wir haben auch einen guten Abstand rausgefahren. Ja, läuft. Keinen sehr guten Abstand rausgefahren. Aber das habe ich euch immer gesagt. Wenn ihr euer Fahrzeug schon gelevelt habt, ist es in der Season Tour viel zu einfach. Bis zu einer gewissen Season, dann wird es natürlich schwerer. Dann müsst ihr wieder fighten und Ellbogen und alles. Ja, man, ihr kennt sich anders. Und wie gesagt, das hier habe ich erst letztes Mal rausgefunden. Dabei spiele ich das schon seit Monaten, aber egal. Dass man hier mit dem rechten Stick kann man dann angreifen und schubsen. Und das habe ich die ganze... Ach, kannst du sogar springen damit? Du musst ja nicht mal den Sprungknopf benutzen. Ah! Okay, was ich alles gerade dazu lerne. Mit den rechten kann man nach vorne gedrückt jumpen. Links und rechts ist dann Angriffsschubsen, oder wie nennt man das? Ja, ich denke mal pöbeln. Und wir sind natürlich Erster. Okay, Ocean Vistas K.O. Es geht jetzt nur ums Gewinnen. Wir haben Stitch, er ist Level 7, die Strecke ist Level 6 und das wird jetzt auf jeden Fall fighten und wir müssen gewinnen. Also drückt mal die Daumen, ob ich das schaffe. Aber Stitch und Lilo, also Lilo und Stitch, ist so cool, ey. So ein Scheiß, ich feiere das, dass man Stitch fahren kann. Weil es ist ja auch eine richtig geile Disney-Serie, Filme gewesen. Auch eine Serie, nee, warte mal, es war auch eine Serie, oder? Natürlich, oder? Es war, glaube ich, auch eine Serie. Boah, schön weggebrannt, Alter. So geht das. So, wir müssen mal den Turbo. Aber wie gesagt, hier müssen wir jetzt wirklich fighten. Wenn man natürlich wie ich so blöd ist und durch den Sand fährt. Sehr schön. Weil wir gerade ein Level höher sind als die Strecke. Deswegen ist jetzt fighten angesagt. Yo, das ist ja nice. Ich habe noch nie geschubst. Ich habe ja vorher noch nie geschubst. Ist das böse. Ah Mist, ich wollte schubsen eigentlich, aber egal. Mist, oh mein Gott, ob wir Erste werden, ich bezweifle es, aber drückt mal die Daumen. Ja, super, einen habe ich ausge... was war das? Was ist das denn? Angriffsattacke vom Gegner, oder was?
Ich habe keinen Turbo mehr, aber ich habe ihn weggebrannt. Ich glaube nicht, dass ich Erster werde. Ich versuche es zwar, aber... Ah, jetzt. Alter Schwede. Dann kommt Turbo, Turbo. Das ist Lilo, ne? Lilo macht uns gerade die Hölle. Ich habe gerade gespuckt, glaube ich, ne? Yo, das bringt so viel, das Schubsen. Ich habe es nie gewusst, wie das geht. Mich immer gewundert, wie man mich so attackieren kann. Aber geil, aber geil. Ja, wie gesagt, er muss hier viel, viel fighten, wenn man ein bisschen schlechter ist. Beziehungsweise gerade ein Level über der Strecke ist. Das ist, was ich sage, am Anfang ist easy, aber es kann auch sehr schnell sehr schwer werden. Yo, Erster, Erster, Erster. Oh, ich bremse gewaltig. Ja, ich glaube, wir sind Erster. Mysteriöses Rennen. Mysteriöses Rennen. Klassisch. Da geht es wieder um diese beiden Kisten, die man freifahren kann. Die beiden Rennen machen wir jetzt ja auf jeden Fall noch. Und holen uns nochmal die beiden Inhalte der Kiste. Oder zweimal die Kiste, wie auch immer. Jetzt sind wir natürlich OP. Mickey ist Level 25. Also Level 6er Strecke. Eigentlich kein Problem für uns. Wir müssen ja nur gewinnen. Und mit Mickey wird das sehr easy. So, läuft doch. Solange ich jetzt niemanden schubsen muss, ist ja alles gut. Schubsen. Solange ich jetzt niemanden betäuben muss, ist ja alles okay. Weil wir jetzt gerade sehr schnell unterwegs sind mit Mickey. Sehr schnell, mit einem großen Abstand. Level 25. Beinahe Level 6er Strecke, das ist zu easy. Aber es geht ja nur darum, so schnell wie möglich die Kisten freizufahren. Ne, machen wir ja auch in dem Video hier. Warum nicht? Ich bremse jetzt auch, aber das war nicht mal absichtlich, sondern einfach nur... Ich bin alt. Ich wollte das doch gar nicht. So. Runde Nummer 2 gestartet. Yes, baby. Ja, Mann. Was soll ich sagen? Es läuft gerade gut. Ich hoffe, mit Facecam kommt gut an. Ich habe schon lange keine mehr benutzt. Und mal gucken, wie die Qualität ist, weil ich habe mir sonst die Razer Gyro. Scheiße. Und jetzt habe ich mal Scherz auf meine Sony ZVE10 angeschlossen, weil ich will es ja eigentlich für die RC-Brüder nehmen. Weil wir eigentlich damit, ich wollte eigentlich damit meinen Bruder für die RC-Bruder-Kanäle aufnehmen. Die fernsteuernden Fahrzeuge. Aber um richtig damit aufnehmen zu können, brauche ich ein neues Objektiv, also ein Zoom. Weil das ist ja eine Vlogger-Cam, dementsprechend hat sie keinen weiten Zoom. Und ich brauche ein externes Mikro, weil das interne ist echt Müll. So, was haben wir denn? Ah, Mulans, Mulans. Lilos Schwester und, oh, noch ein paar Dreiräder. Yes, jetzt kann ich Stitch nochmal ein bisschen leveln. Sehr schön. Und ja, das war jetzt in der Kiste drin. Wir machen ja natürlich jetzt nochmal und holen uns die zweite Kiste. Bis gleich. Okay, mysteriöses Rennen. Oh Mann, das ist ja die gleiche Karte. Manchmal wechselt die Karte. Diesmal ist es die gleiche Karte. Und wir haben auch wieder Mickey. Tut mir leid, aber ihr könnt ja hier abschalten und schaltet in 3 Minuten wieder ein. Nein, bleibt dran, hallo. Es ist haargenau die gleiche Strecke, weil manchmal hat man dann eine modulierende Karte, beziehungsweise man hat eine andere Strecke. Modulieren, was laber ich? Aber diesmal ist die gleiche, aber wir sind ja extrem schnell unterwegs, also in der Sache kann uns nichts passieren. Und wir werden das jetzt auch wieder abbrocken und gucken, was wir drin haben. Ich habe gerade mit den 3 Rädern, den 5, den wir bekommen haben, habe ich gerade einen Rang bei Stitch freischalten können. Von Level 7 auf Level 8. Sehr, hat viel gebracht, also mal gucken, ob wir jetzt ein paar 3 Räder mehr kriegen als 5. Wäre ganz witzig. Aber hey, schnell, 2 schnelle kurze Runden, zweimal die gleiche Strecke. Aber ja, ich bin halt der beste Gaming-YouTuber Deutschlands. Wer was anderes sagt, der lügt. Ja, hallo, für mein Alter schlage ich mich gut. So, let's round. Die letzte Runde bricht an. Everybody. Naja, wie gesagt, es ist zu easy. Zu easy, wenn du Level 25er Fahrzeug hast, auf einer Level 6er Strecke fährst. Also, zu easy.
Turbo und nach mal Turbo. Alter, wir hauen hier auch die Turbos raus gerade. Verdammt nochmal, als wäre Sonderschlussverkauf, ne? Also hier. What the hell? Der Sonderausverkauf, Schlussverkauf für Turbos. Der Mickey gibt Gas, jetzt gibt es keinen Morgen mehr. Verdammt nochmal. Keine Gegner und er gibt Gas, jetzt gibt es keinen Morgen mehr. Okay, das ist schon das Ziel. Und. Yes. Und. Kriegen wir noch ein paar Dreiräder. Herkules Actionfigur. Fünfmal. Ich glaube, Scherben, oder? Nee, ach nein, das ist zum Tune. Okay, und 10 Rennflaggen. Nichts mehr für Stitch. Okay, schade. Hm, warum nicht? Kann man machen? Muss man nicht. Gucken wir uns nochmal die eine Stufe, die wir im Goldpass freigeschaltet haben, an. Na ja, was ist das denn? Ein Spoiler für Stitch? Oh, da gucken wir gleich mal rein. Ne? Den nehmen wir mal mit. Goldpass-Belohnung. Ja, nochmal Rennflaggen. Auch ganz wichtig. Und? Oh, jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Aber egal, ich guck mal. Oh ja, ihr seht, Heckflügel, neues Teil. Wir gehen drauf. Und wir haben diesen Heckflügel frei. Ja, der hier ist ein bisschen cooler. Nee, der ist schon ganz okay. Farbe. Habe ich da irgendwas Besonderes? Nein, ich habe gar keine Farbe. Alles Standard. Okay, dann nehmen wir den mal in Standard. Und das sieht doch schon mal richtig gut aus. Gut. Okidoki. Passt aber der Rennanzug gar nicht zum Auto. Aber ist nicht schlimm. Also, mit Stitch hier sage ich jetzt, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen oben da. Schreibt es in den Kommentaren, wird die Glocke, liked das Video. Ich, euer OP, Glück oder Köln, würde mich tierisch darüber freuen. Wenn ihr auch morgen wieder einschaltet, morgen ist Mittwoch, dann nehme ich auf offiziell Rogue Company, 17.30 Uhr. Also, seid morgen wieder dabei. Ansonsten, ich bin hiermit raus. Peace.